sehe zwar noch nichts, aber jetzt. Oh, ein Kaktus mit Stacheln dran. Und der sprüht. Und es ist eine Blume. Übrigens auch noch einen anderen Trick. Wir laden den jetzt auf. Müsste. Ah, das geht nur mit dem zweiten Controller. So ein Ärgernis. Oh, okay. Hä? Was wolltest du denn machen? Also der Trick ist einfach der, dass ich lade meinen Schlag auf. Ja. Auf 100%. Gehe danach ins Inventar. Und mit Hilfe des Inventars wechsle ich meine Waffe. Ich habe jetzt das Mana-Schwert, was am meisten Schaden macht. Mhm. Und lade das auf bis auf Rang 1 oder Rang 2. Dann wechsle ich die Waffe zu einer Lanze oder zu einer Peitsche, zu irgendwas anderem. Und die Waffe ist aber schwächer als das Mana-Schwert. Also lädt er sich aber trotzdem noch einmal auf und überschreibt die alte Aufladung vom Mana-Schwert. Und danach wechsle ich wieder zurück zum Mana-Schwert, mach einen Schlag und der Gegner stirbt instant, weil das Mana-Schwert dann overcharged ist, also zu weit aufgeladen ist. Mhm. Funktioniert allerdings nur, wenn man zu zweit ist. Ach, du ja momentan nicht bist. Also ich momentan nicht bin und außerdem habe ich keine zwei Controller. Also ich habe momentan keinen zweiten Controller dran. Der zweite Controller sollte kein Problem mehr stellen, ja. Richtig. Aber es klappt natürlich. Wenn du jetzt kriegst du wieder so einen Ork. Ja. Also könntest du jetzt wieder zum Schmied gehen und wieder dein Schwert aufwerten. Rein theoretisch. Oder rein praktisch. Rein praktisch. Aber er will ja jetzt erstmal eine Axt herstellen. Richtig. Also hat er keine Zeit. Und weiter geht's. Lanzenohr behalten. Verbessern. Ich danke dir. Ja, treib nicht so. Er wird noch eingebildet. Sei endlich still. Es tut mir leid. Sie hat ihr Gedächtnis verloren, als sie hier angeschwemmt wurde. Wahrscheinlich hat sie auch vergessen, was gutes Benehmen ist. Dein Gelaber geht mir auf die Nerven, alter Giftzwerg. Hat er ihr breites Grinsen. Ah! Tropicalo muss einen Durchgang aus dem Lavatempel gefunden haben. Mit dem Mana-Samen dort könnte man die Amnesie der Kobolden heilen. Was? Egal, auf zum Lavatempel. Okay, aber nicht alleine. Es gibt zu viele Monster dort. Würdest du die kleine Kobolde in den Lavatempel begleiten? Und hier? Ah, bitte nicht, aber okay. Das ist sehr nett von dir. Hey, alte Socke. Alte Socke? Heiße Regner. Okay, okay. Gib mir am besten auch einen Namen. Gib der kleinen Koboldin einen Namen. Wie nennen wir sie? Sie heißt Demina. Demina? Was soll denn das für ein Name sein? Klingt wie eine Krankheit. Demina schließt sich an. So, Mrs. Krankheit. Viel Glück. Den Lavatempel erreicht ihr durch das Loch dort. Tura hat den Tempeleingang jedoch durch einen Lavasee versiegelt. Am besten besucht ihr Tura in ihrem Schloss, damit sie die Lava wieder beseitigt. Früher war Tura eine gute Hexe. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Geh nach Norden in das Hexenwaldchen und such Tura Schloss.
Hier habt ihr noch eine neue Waffe. Pfeil und Bogen halten. Ba-ba-ba-ba-ba-da. Okay, da fällt mir ein, Berti, der Schmied hat dich schon gesucht. Ja, okay, dann gehen wir zu Berti, den Schmied. Jetzt darfst du doch zu Berti. Gehen wir noch zu Berti und holen uns die Axt. Weißt du, das ist die Verniedlichung von Bernd, das Brot. Eindeutig. Ah, wie ich vermutet habe, die Mana-Energie wirkt erst in deinen Händen. Nur in deinem Besitz wird diese Axt zur Mana-Axt. Eine mächtige Waffe. Für 100 Goldmünzen gehört sie dir. Oh Mann, ich bin so arm. Natürlich mache ich das. Ja. Es gibt noch mehr Mana-Waffen zu finden. Bring sie zu mir, damit ich sie erneuern kann, sofern du zuvor einen Waffenort gefunden hast. Und jetzt zeige ich dir einen Geheimgang nach draußen. Stimmt, hinten da, wo die Felsen standen. Wahrscheinlich. Bis bald. Und sie liefen die Treppen und liefen und liefen. Und da sind wir wieder beim Wucherkater angekommen. Cool, wa? Richtig cool. So, und jetzt laufen wir etwa wieder zu zweit den Weg lang. Und ach, komm schon. Ich meine, ich finde es einerseits so richtig irritierend, dass der Balken da unten einfach schon vollends da ist, wie weit du ihn ausbauen kannst. Leichter finde ich so Spiele, weißt du, wie der Balken das genau anzeigt, wie viel Leben du noch hast. Wieso, der Balken zeigt gar nicht an, wie viel Leben ich habe? Nicht? Ist das nicht für dein Leben? Diese Punkte zeigen mir an, wie viel Leben ich noch habe. 88 von 88. Ja, und was zeigt dir der Balken an? Das ist kein Balken. Da drin steht nur meine Prozentzahl. Dafür ist er da. Ja, nur das ist wieder. Ah, okay. Und, wie du siehst, zeigt dieser Balken auch an, wie weit ich meine Waffe aufgeladen habe. Nee. Oh nein, ich bin wieder zurückgegangen. Yay. Mehr bedeutet dieser Balken und nicht. Das dann dafür ist es frei. Okay. Eben war der Strich aber noch pink. Ja. Böse Blume. Böse Blume. So, jetzt gehen wir hoch. Und tada, sind wir im Hexenwäldchen. Oh mein Gott, wer ist das? Hexenwäldchen. Ach, das ist ein Wölfchen? Und hier sind böse Eichhörnchen, die mit Pfeil und Bogen schießen und immer weggehen, damit sie uns nicht treffen, aber... Ach komm schon, kleine Koboldin! Ey, die sehen fast aus wie diese komischen... Oh, wie war das denn? Zu diesem Film, wo diese kleinen Teile sind? Wir treffen uns an den seltsamsten Plätzen. Ich kenne keinen Film, den du meinst. Du musst mir den schon sagen, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Aber so ähnlich sehen die auch aus. Es waren auch so komische kleinen Bärchen, die so eine... die diese Mütze drauf haben. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Das mit der Kokosnuss? Ritter der... Ritter der Kokosnuss? Ja, ich glaube schon. In dem Film kommt die, glaube ich, vor. Keine Ahnung. Bin so lange her. Jetzt kaufen wir auf jeden Fall Schokolade, Honig und Walnüsse. Walnüsse sind dafür da, übrigens, um Samana wieder voll zu machen. Wo ist denn die Anzeige deines Manas? Das siehst du nur, wenn ich endlich zaubern kann, aber ich kann momentan noch nicht zaubern. Oh. Ich weiß auch gar nicht, wofür das Fass gut ist, aber ich kauf's trotzdem. Ich bin bestimmt dafür da, um einen guten Whisky zu kochen. Wahrscheinlich, ja. Deine Gefährtin hat übrigens nur noch 4 Punkte und sie wird bald ausscheiden. Ich weiß, deswegen... Du siehst, es ist alles ein wenig verschoben. Ja, das wird sich wahrscheinlich ändern, wenn du mal ausmachst und wieder anmachst. Das oder verändert nicht. Sich nicht mehr, das verändert sich später durch... anderen Glitch. Durch einen anderen Glitch, den hätte ich schon lange machen können, ich habe es aber bislang noch nicht gemacht, weil ich es momentan noch für nicht notwendig erachtet habe, diesen Glitch anzuwenden.
Ist ja auch nicht schlimm. Weil ich weiß ja, was ich tun möchte. Und da ist es okay. Dass es ein wenig geglitscht hat. Man kann ja oben trotzdem lesen, was es ist. Oder was das sein sollte. Richtig. So, jetzt. Das sollten übrigens mal satanistische Zeichen sein. Daraus ist aber nichts geworden, weil das für den europäischen Markt scheinbar zu hart war. Und da sagte Nintendo, das können wir so nicht stehen lassen und ja, hat nehmen es raus. Geändert. Genau. Oh, deine Gefährten stirbt gleich. Ja, normalerweise muss man diese Leute hier im Stunlock halten, weil dann können sie eigentlich nichts machen, außer die ganze Zeit rumzustehen und sich zu heilen. Das funktioniert aber nicht, wenn man es nur zu zweit macht. Aber guck mal, da ist deine dritte Gefährtin sogar. So, und die heilen sich jetzt natürlich, siehst du? Das ist natürlich klar. Aber das ist nicht weiter schlimm. Denn auch wenn sie sich heilen... Wenn sie irgendwann sterben? Können sie gar nicht genug Schaden machen. Ja, ist aber nicht weiter schlimm. Ach, komm schon. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja, das kann sich wirklich nur um Stunden. Wie gesagt, es geht halt schneller, wenn man zu zweit spielt. Ja, das ist schon klar. Aber du könntest jetzt natürlich deine Lebensgefährtin... Könnte ich natürlich auch mit dem Lebenswasser meine Lebensgefährtin wieder zurückholen. Ja, dann könnte sie nämlich mitkämpfen. Eventuell, wenn sie nicht gleich wieder stirbt. Ja, aber sie fällt leider so oft um. Ist halt noch nicht, es ist noch eine kleine Goblin. Sie hat halt kein Gedächtnis. Ah, jetzt ist endlich die erste kaputt. Und Gott sei Dank, die zweite. Boah, hat die ein schnelles Level gemacht. Ah, ich wusste, dass du kommen würdest. Danke. Okay, dann lass uns jetzt Hagen befreien. Und Steffi schließt sich wieder an. Frauen sind halt sowas von schnell von der Meinung zu überzeugen, doch wieder mit einem zusammenzugehen. Ja. Sei doch froh. Bin ich auch. Oh nein. Aber er hat schon nicht leicht mit zwei Frauen, die nicht immer dahin gehen wollen, wo er hin will. Wo er noch nicht mal weiß, wo der Weg hinführt. Er weiß ja auch nicht, wo der Weg hinführt, aber er hat wenigstens, er läuft wenigstens. Aber wenigstens musst du nicht warten, bis sie auch bei dem Portal sind. Oh, was haben wir denn da? Ein Auge. So, Eichhörnchen raus. Yay! Yay! Und die steigen aber schneller auf dem Löffel. Ja. Siehst du eigentlich das Level deiner Leute sozusagen? Das Level meiner Leute? Die sehe ich hier im folgenden Menü. Und zwar, wenn ich hier hingehe, dann zu Level, Waffen und Zauber. Ach nee, da sieht man nur mein Waffenlevel. Das war hier, ja, bei hinten. Da siehst du, dass oben bei Regner Level 5 ist. Und dasselbe siehst du für Steffi und dasselbe siehst du auch für Lemina. Okay. Alle teilen sich natürlich den gleichen Kontostand, weil... Welchen Kontostand? Wir teilen uns alle das Konto vom Jungen, ist ja ganz klar. Und wo bist du denn jetzt wieder hin? Ich habe... Was vergessen? Nein, das Problem ist, ich habe es ausgelöst sozusagen. Und ich weiß aber nicht mehr, wohin ich jetzt als nächstes muss. Ich weiß, dass ich den Weg geöffnet habe. So. Aber ich weiß nicht, ob es hier war oder ob es woanders war. Wie gesagt, ich habe das Spiel das letzte Mal vor... Weiß ich nicht, wo ich... 97 gespielt oder so? 98? Schon eine Weile her. Ui! Der hat mir ja richtig weh getroffen. Jetzt weiß ich aber wieder, wo der Weg ist. Lauf doch! Bitte! Nein! Okay, dann tauschen wir mal kurz. Tauschen mal kurz. Charakter? Okay, jetzt können wir weitermachen. Ich weiß nicht, was hier falsch ist. Hast deine Trisse links nicht ausgerüstet?
sie braucht die Axt, weil ich damit diesen Durchgang öffnen kann. Okay, aber deine eine... Oh, bitte jetzt lauf doch! Wahrscheinlich gleich sterben. Nur noch 7 Punkte. Ja, ja, das ist voll nicht. Ist schon ein komischer Wald, wa? Ja. Oh nein, 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 nein. Du hast das Seil vergessen. Richtig? Wisse, die eine ist tot, sag ich doch. Steffi ist hinüber. Wird sie irgendwann selbst wiederbelebt oder geht sie jetzt als Geist mit euch herum? Sie geht jetzt erstmal als Geist mit uns herum. Und das habe ich früher in dem Spiel oft gemacht, dass ich sozusagen die NPCs als Geist hinter mich hergenommen habe und sie dann erst dann wieder belebt habe, wenn es wirklich sinnvoll ist, weil sie mir ansonsten einfach meine gesamten Bonbons aufgebraucht haben. Hm. Puh. So lassen sie sich auch besser steuern, ne? Ja. Die bleiben dann so hängen bei den Gegnern und so. Aber weil sie nicht kämpfen. Oh, wo ist das?